beschäftigen uns mal mit was anderem. Und zwar bin ich ein Riesenfan vom Dschungelcamp, beziehungsweise ich bin ein Star, holt mich hier raus. Und ich wundere mich eigentlich, dass ich nicht da drin bin, aber okay, da sind ja nur 10 Promis drin. Da könnte natürlich dann zum Beispiel so jemand wie Sexy Julia rein. Das ist ja wieder, das passt, das ist auch da so, das, ja, das würde zu der passen. Aber mir ist aufgefallen, Joey hat eine Frage gestellt, und zwar, was der Unterschied ist zwischen einem Transvestiten und einem Transsexuellen. Und ich dachte mir, mit diesem Thema setze ich mich jetzt auch mal auseinander, weil Olivia Jones hat das ganz nett erklärt, aber wir können das noch besser. Als erstes sollte man die Transvestiten, also Transvestiten sind Männer, die sich wie Frauen schminken, aber trotzdem ganz Mann sind und auch zu ihrem Mannsein stehen. Sie wollen quasi nur am Wochenende ab und zu mal, ja, sich einen String anziehen und Schrapse und rausgehen und als Frau erkannt werden, sind aber meistens auch nicht homosexuell, wenn ich das richtig verstanden habe. Das hängt nicht zusammen, Homosexualität und Transvestitität. Ja, man kann schwul sein, aber man kann einfach nur mal als Frau durch die Gegend rennen wollen. Hallo, ich bin Pamelo und biete mich für diese Erklärung an. Ich bin ein Transvestit. Na gut, schminken tue ich mich jetzt nicht gerade, aber ich bin auch so Frau genug. Da gibt es auch, was zum Beispiel das Verhalten oder die Aktivitäten angeht, eigentlich keinen Unterschied zwischen Mann und Frau bei den Transvestiten. Ich habe da mal ein Beispiel vorbereitet. Bitte sehr. Ja, ich habe ganz alleine Wasser gekocht. Schatz! 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 Ja, ich habe Wasser gekocht. Schatz! Schatz! Ja, und Transvestiten machen tatsächlich auch Frauen an. Das heißt, du bist ein Mann, schminkst dich, gehst raus und machst trotzdem eine Frau an. Und ich habe mal hier auch ein kleines Video, wie das so laufen kann. Hey Alte, willst du ficken? Hey, was glotzt du auf meinen Schwanz, Spasti? Ja, meine persönliche Meinung ist ja, wenn ich jetzt als Mann mich als Frau verkleide und rausgehe, dass ich damit irgendwas kompensieren will. Aber das ist nur eine Vermutung meinerseits. Was soll das denn heißen, Alter? Ich kompensiere gar nichts. So ein Ding habe ich. Du musst mich mal sehen, wenn ich die Vorschaubilder von Sexy Julia sehe. Naja, und wenn ich dann da draufklicke und das Video sehe, dann... So, dann kommen wir hier zu den Transsexuellen. Transsexuelle sind Menschen, die im falschen Körper geboren sind. Nehmen wir jetzt einen Mann, er fühlt sich aber total als Frau. Das sind dann die, die sich meistens dann nachher noch die Titten machen lassen und unten Schnipp, Schnipp machen lassen. Das sind dann aber keine Transsexuellen mehr, sondern das sind dann Transgender. Das ist noch was anderes, soweit ich das weiß. Ich meine, ich habe da jetzt keine Erfahrung oder so. Aber das ist auf jeden Fall der große Unterschied zum Transvestiten. Hi, ich bin Anton, aber nicht verraten. Eigentlich heiße ich Annabelle. Ich bin transsexuell, ich bin als Mädchen geboren und habe mich immer weiter in Richtung Mann operieren lassen, Hormone genommen. Deswegen habe ich jetzt so einen schönen Bart und ja, ich bin dafür da, um euch zu zeigen, wie Transsexuelle denn so sind. Ja, zum Thema Kompensieren kann ich nur so viel sagen. Also ich hätte da gerne wirklich mehr. Dabei muss man bedenken, dass es nicht nur gibt den Mann, also die Frau im Männerkörper, sondern es gibt auch den Mann im Frauenkörper. Das sind dann diese sogenannten Kampflesben zum Beispiel, kennt jeder von uns. Und der Alltag von einer, ja, ich sag mal, einer Frau im, nee, eines Mannes im Frauenkörper gefangen, hat auch so seine Tücken. Da haben wir auch einen kleinen Einspieler. Gut, jetzt muss ich aber mal aufs Klo. Ach, Scheiße, mit dem falschen Körper!
Das ist zum Beispiel, die gehen in vielen Situationen, wo der Transvestit mit umgeht, da gehen die auch ganz anders mit um. Wir erinnern uns an den Transvestiten und gucken mit diesem Wissen im Hintergrund uns mal den Transsexuellen an. Ich könnte den ganzen Tag putzen, wenn ich diese schlimme Migräne wäre. Hat putzen? Geh weg damit, Alter. Obwohl... Oh. Ja, und wir erinnern uns, beim Transvestiten gab es keinen Unterschied zwischen, in der männlichen Rolle steckend und in der weiblichen Rolle steckend. Die haben sich ja total gleich verhalten. Aber beim Transsexuellen verhält sich das anders. Da könnte man zum Beispiel einen Mann ganz leicht für eine Frau halten. Da habe ich auch ein Beispiel für. Glotzt du etwa auf meinen Schwanz? Ja, und da ist das mit dem Anmachen und dem Rausgehen natürlich auch was anderes als beim Transvestiten, der ja einfach rausgeht und sich trotzdem eine Frau klar macht. Beim Transsexuellen kann das ab und an mal zu Missverständnissen führen, was das Kennenlernen des anderen Geschlechts quasi mit sich bringt. Ah, hi! Oh, das ist ja totschick, was du da so anhast! Ja, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen erklären, was jetzt der Unterschied zwischen einem Transvestiten und einem Transsexuellen ist. Wenn noch Fragen dazu bestehen, bitte in die Kommentare reinschreiben. Fragen, Antworten, blablabla. Ihr könnt da ja euch ein bisschen unterhalten, ein bisschen austauschen. So, und dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Thema. Also kommen wir jetzt zu den Fragen und Kommentaren und Antworten und so weiter, die alle unter meinem Video standen von Sexy Julian 2. Dafür danke ich euch noch ganz doll und ich hoffe, ihr werdet immer weiter kommentieren und Fragen stellen. Das finde ich nämlich total super Knolle, volle Tolle. Oder volle Knolle, super Tolle. Ich habe schon Werbung gemacht bei Sexy Julia. Super, immer weiter so. Ich habe eine Frage. Wie bist du auf Sexy Julian gekommen? Wie ich auf Sexy Julian gekommen bin? Naja, eigentlich gab es mich schon immer seit meiner Geburt. Aber dass ich diese Videos mache, das kam so. Und zwar war ich auf dem Klo und habe gekackt. Und dabei dachte ich mir, das ist ja genauso scheiße wie die neuesten Videos von Sexy Julia. Ja, naja, und außerdem ist mir auch noch dieses Bild auf den Kopf gefallen. Haha, die Musik, die kommt, wenn du deine Haut zeigst, ist cool, weiter so. Ja, also die Musik, die ist von Best Flower. Die heißt Fresh, 2011 war es, glaube ich, oder 2010 oder 2009, ein Remix. Und, naja, sei ehrlich, du willst einfach nur wieder ein bisschen Haut sehen. Bitteschön! Ey, hab ne Frage. Du hast an deinem rechten Arm ein Tattoo. Was ist das für eins? Ein schwarzes! Seit Sexy Julian da ist, fühlt sich Sexy Julia bestimmt echt doof. Sicher, dass sie sich jetzt erst doof fühlt? Nein, Mann, Frau, ich will noch nicht gehen. Ich will noch ein bisschen Julian. Ich wüsste auch gern, wie man Wasser kocht. So, mein Lieber, das ist jetzt nur für dich. Also, als erstes brauchst du ein... Oh nein! Als erstes brauchst du einen Topf. Da gehst du mit an die Spüle. Damit das nicht so lange dauert, lasse ich jetzt schon mal heißes Wasser laufen. So, jetzt haben wir hier Wasser drin und das stellt man. Jetzt kommt der geheime Trick, wie man Wasser kocht. Da machen viele Fehler. Man stellt es auf die Herdplatte und man schaltet sie ein. Das vergessen nämlich viele. Ja. Und jetzt müssen wir nur noch warten, dass das Wasser kocht. Pass auf, dass du die super tolle, super knolle Karotte nicht tötest. Warum? Ist so heiß, ich glaube,
wird ewig in die Geschichte der eingehen. Wird einzig übertroffen von der. Du bist viel zu männlich für solche Gameplays. Danke. Wie machst du das mit der Stimme? So lang krieg ich nicht hin. Mehr Haut. Ma, meine Stimme ist normal. Aber ich sehe, worauf das hinausläuft. Ihr wollt wieder ein bisschen Haut sehen. Sexy Julian, Achtung! Sexy Julia steht vor der Tür. Was? Wo? Julian! Julian, komm mal raus und hilf mir! Ich will dir helfen! Na, das war's auch wieder schon. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen, auch wenn sie nicht ganz so viel mit Sexy Julia zu tun hatte. Die nächste Folge wird bestimmt wieder mehr über Sexy Julia zu tun haben. Ja, und dann würde ich sagen, fleißig Kommentare schreiben, damit ich auch darauf eingehen kann. Ihr merkt ja, eure Fragen liegen mir am Herzen, da antworte ich ja total gerne drauf. Ansonsten weiter abonnieren, weiter bei Facebook bin ich vertreten über den Partnerkanal, und zwar über Gameblamers Kanal. Also auf Facebook den Gameblamer suchen, da findet ihr auch mich und auch Special Fotos, die ihr jetzt hier im Video zum Beispiel nicht zu sehen gekriegt habt. Die habe ich da in einem Fotoalbum, das sind so Outtake-Fotos, könnte man sagen. Die könnt ihr euch da angucken. Ja, wie gesagt, abonnieren, Facebook und so weiter. Ja, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Euer Sexy Julian. Ciao.